So Leute, das ist unglaublich hier. Das ist richtig groß. Dieser ist der Eingang. Das sogenannte Ferrodrom, weil immer da drin ist. So, ein kurzer Schwenk von vorne mal. Natürlich gute Aussicht, ist klar bei so einer Höhe. Das ist Völkling. Was haben wir heute? Dienstag, den 7.12. Da hinten ist der Parkplatz, da stehen die Autos. Und ich bin jetzt ganz oben drauf auf dem Hochofen. Ich weiß jetzt nicht, welcher das ist, keine Ahnung. Drehen wir so ein bisschen hier. Fragt mich nicht, was das alle ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist jedenfalls bombastisch hier oben. Das gibt es überhaupt gar nicht. Das ist echt der Hammer. Hier kann man überall rumrennen. Ey, das sind hier Teile, das ist unglaublich. Das ist schon eine heiße Nummer. Ich möchte nicht wissen, was das hier früher für ein Lärm gewesen ist. So, ich gehe hier nochmal so einmal rum. Ja, das ist die Kuppel von dem Hochofen. Da sind noch Schornsteine, da sind noch eine Ecke höher. Mein lieber Scholli. So, ich gehe mal hier durch. Es ist keine Menschenseele zu sehen, ich bin hier oben ganz alleine. Muss mal ein bisschen aufpassen, wo ich hintrete. So, bin ich hier also links. Dann gucken wir mal hier und abwärts.
Ja, coole Nummer. Was ist das da hinten? Autobahn oder was? Straße? Ja, bei der Höhe kann man natürlich mal gucken, wenn da nicht so eine Dinger vorstehen. Ist schon geil. Mal sehen, ob wir hier noch alles gleich zu sehen kriegen. Boah, und dann den ganzen Weg wieder runter. Das sind alles so eine Treppen hier, so eine Laufstege und die Treppen sind genauso. Da kriegen manche bestimmt Schiss, wenn die runter gucken. Durch die Gitter meine ich natürlich. Tja. Das ist so gewaltig, Leute, da kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist unglaublich, was das für Riesenteile sind. Echt der Hammer. Mein lieber Mann. Ja, das sind Dimensionen. So, jetzt haben wir einmal ganz oben. Mal gucken. Da gucken wir, so eine Treppen sind da, die hier hoch und runter gehen. So. So, da waren wir eben oben. Bin ich schon wieder eine Etage tiefer. So sieht das von außen aus. Das ist noch eine Ecke bis unten. Echt der Hammer. So. Das ist immer noch der Hochofen. Das ist unglaublich, wie lang das hier ist. Ich weiß gar nicht, ob das sagenhaft. Bisschen schnell, ich versuche mal ranzuziehen. Da gehen wir näher mal hin. Das ist unglaublich. Echt der Hammer. Mein lieber Mann. So, jetzt sind wir mal ein paar Meter weiter gegangen. Ich mache jetzt mal alles freie Hand hier. Mein lieber Scholli. Guckt euch das Teil mal an hier. Jetzt kommen die Schulhorden oder was?
kleiner Bahnhof da hinten. Mal wieder einen Blick nach unten. Es dampft mächtig. Und alles nur groß, 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 groß. Na, kurzer Rundgang nochmal zurück. Darf bloß meine Sachen nicht vergessen. Schade, dass die Sonne nicht scheint. Aber man kann nicht alles haben. So sieht's aus. Also, es ist gigantisch. Ganz am Ende hier. Und der Blick zurück zu dem ellenlangen Ding da. Da sind die wahrscheinlich die Luren hochgekommen, die hier jetzt so ins Bild kommen. Wie gesagt, alles sehr gigantisch hier. Wenn man sich das mal so alles anguckt, ist echt stark.
Das sieht aus wie aus dem Film. So, kleiner Rundgang. Das sind Rohre, das gibt's überhaupt nicht. So, einmal rum hier um das Ding. Kurzer Schwenk in die Welt nach draußen. Ich möchte nicht wissen, wie lange das gedauert hat, bis das fertig war. Wir sind fast wieder unten. So, jetzt sind wir wieder unten. Also an jeder Ecke kannst du neu was sehen. Das ist unglaublich. Mein lieber Schwan.
Tja. Sieht das Ding von unten aus. Dem Ding haben sie da wo in den Ofen reingestochen und dann ist das Eisen rausgelaufen. Deswegen die Rotlämpchen an, wegen der Hitze oder so. Ist schon eine heiße Sache hier. Das ist die sogenannte Möllerhalle. Hier wurden die ganzen Sachen gelagert, womit die Hochöfen gefüllt wurden. Mittlerweile ausgebaut. Man sieht so unten Holzfußboden für Ausstellungen und so weiter. Und hier auf der anderen Seite ist noch alles original. Das ist einfach der Hammer. Stillgelegt 1986. Und wie lang das ist? Unglaublich. Das macht schon optisch was her.
nur etwas dunkel hier in der Hütte. Naja. Cool, cool, cool.